Wann versteht ein Kind Nein? Verstehen tut ein Kind es relativ frühzeitig. Das Problem ist nur, dass es mit einer Entwicklungsphase zusammenkommt, wo das Kind erkennt, hey, ich bin ein eigenständiger Mensch, ich habe einen eigenen Willen und ich möchte jetzt die Welt erkunden und am besten währenddessen nicht blockiert werden in dem Tatendrang und in dem, was ich gerade tun möchte. So, das heißt, wenn ein Nein vom Erwachsenen kommt, kommt in dieser Autonomiephase oft ein kindliches Nein entgegen, weil das Kind eben eine andere Vorstellung hat wie du. Jetzt ist die Frage, wie damit umgehen. Also ich persönlich, ich liebe diese Phase. Ich finde es toll, Kinder dabei zu beobachten, wenn die in dieser Phase drin sind. Ja, sie lernen sich kennen als eigenständige Person. Sie sind raus aus der Symbiose mit der Mutter, wenn es gut lief. Und sie entwickeln sich jetzt in ein eigenes Ich. Und das ist total spannend. Und das ist auch eine große Aufgabe für Eltern. Aber ich weiß, dass es auch sehr herausfordernd sein kann. Deshalb ist ganz wichtig in der Phase, auf sich selbst zu gucken, auf seine eigenen Ressourcen. Und auch gut zu gucken, wo kannst du Möglichkeiten schaffen im Alltag, dass dein Kind ganz viel ausprobieren kann, einfach viel Zeit hat, Dinge zu erkunden. Beobachte, mit was es sich gerne beschäftigt und stell Material oder Möglichkeiten zur Verfügung, dass es das tausende Male wiederholen kann. Und zum anderen, sei dir, und wenn du jetzt mit jemand anderem erziehst, sei es ein Partner oder im Kindergarten, wenn es mehrere Erzieher sind, sprecht euch gut ab, wo sind die Grenzen? Und wo ist euer Nein? Und wenn ihr Nein gesetzt habt, dann zieht es durch. Dann macht da draus nicht ein, naja, wir lassen das Kind jetzt fünfmal ausprobieren und beim sechsten Mal ist es dann ja. Dann werdet ihr inkonsistent für das Kind und es kann sich dann nicht drauf verlassen und dann wird sich dann eine Negativschleife draus entwickeln. Also, großes Thema für ein kurzes Video. Probiert's mal aus. Habt viel Freude dabei, euer Kind dabei zu entwickeln, wie es ein eigenständiger Mensch wird.